Dieser Ort ist Symbolik pur. Hier kann man die kleinstmöglichste Reise durch drei Länder machen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Von einem Land ins andere, Deutschland, Niederlande, Belgien. Schneller und kürzer geht's nicht mehr heute. Früher war das alles etwas anders. Europa ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte, aber Europa steckt zurzeit in einer tiefen Krise. Da müssen wir raus. Und da kommen wir nur raus, indem wir beweisen, dass wir Ergebnisse bringen können. Die Priorität der Stunde heißt konkretes Liefern. Ich möchte einen ADR, dessen Schlagkraft sich noch verbessert hat. Einen ADR, der noch besser in Verbindung steht mit den Gebietskörperschaften Europas. Ein ADR, dem es gelungen ist, eine starke Kohäsionspolitik für die Zukunft mitzuentwickeln und dass Europa der Ort ist, wo Mehrwert entsteht, emotional, intellektuell und ökonomisch. Die Zukunft, das ist das, was die Menschen erleben müssen, ist etwas, was mit der Europäischen Union bedeutend besser ist als ohne. Ich bin ein entschiedener Befürworter einer Kohäsionspolitik für alle Regionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und natürlich mit einer Priorität für die Regionen, die es am meisten nötig haben. Kohäsionspolitik ist vor allem die Bündelung aller Anstrengungen mit dem Ziel, Zusammenhalt zu erzeugen. Deshalb müssen wir auch jetzt wieder dafür sorgen, dass es zu einer erneuerten, starken Kohäsionspolitik für die nächsten Jahre kommt. Wie jede Organisation, die sich ernst nimmt, braucht der ADR klare Ziele. All diejenigen, die glauben, dass sich jetzt Großes ändert, die muss ich ein bisschen enttäuschen. Unser Ziel ist, mit meinem Kollegen Markula die begonnene Arbeit fortzusetzen. Wir werden weiterhin beide uns dafür einsetzen, dass wir vorankommen. Wir müssen auf die Überzeugungskraft unserer Argumente setzen. Und ich glaube, dass doch immer mehr Menschen in Europa erkennen, dass diese Bindung zu den Gebietskörperschaften vor Ort wirklich braucht, wenn man von Europa überzeugen will.